Ja, hallo Leute, mal ein anderes Thema, nicht nur Messer und Essen. Gehen wir mal über eBay. Wollen wir mal sagen, wollen wir mal Geld sparen. Also ich bin Sparfuchs. Ich gebe es zu, ich bin ein echter Sparfuchs. Gut, für Messerhobby gebe ich jede Menge Geld aus, aber bei anderen Sachen möchte ich gerne sparen. Also reden wir mal davon, ich bin Kraftfahrer, das wisst ihr ja. Reden wir mal von Arbeitsschuhen. Ja. Von der Marke Atlas. 2 Jahre habe ich die jetzt getragen. Das sind noch nicht mal Schnürschuhe, also, sondern Sandalen. Die habe ich jetzt, guck mal hier. Die habe ich jetzt 2 Jahre getragen. Die habe ich online bei eBay gekauft, also ersteigert. Ich glaube für. Oh. Zwischen 15 und 25 Euro. Mehr gebe ich für Schuhe nicht aus. Die kosten, wenn sie neu sind, und die waren neu. Ich zeige euch auch jetzt gleich meine neuen Arbeitsschuhe. Hier, das sind ESD-Schuhe. Das sind Electronic. Na, sag mal, wenn ihr euch elektrisch aufladet, dass ihr keinen Schlag kriegt. Kann ich nur bestätigen. Weil ich muss jeden Tag Paletten folieren und ich habe da noch nie einen Schlag drin gekriegt. Also diese Schuhe, die kosten sonst so um die 50, 60 Euro. Wie ihr seht, kaputt getragen. 2 Jahre lang, 5 Tage, manchmal 6 Tage die Woche, mindestens 10 Stunden. Aber ja, ist immer noch Profil drauf. Ja? Aber es wird halt Zeit. Kaputt getragen. Also 15 bis 25 Euro, sagen wir mal 25 Euro. In 2 Jahren sind wir da bei 12,50 Euro pro Jahr, sind wir bei circa 1 Euro, ein bisschen was drüber. 1 Euro pro Monat. Das wären dann wie viel Cent pro Tag? Na, rechnet's aus. So, die haben ausgedient. Die bleiben jetzt noch übrig für den Wald im Sommer. Kein Quatsch. Die behalte ich mir. Habe ich mir ein neues Paar Arbeitsschuhe gegönnt. Wieder von Atlas. Ja, Atlas. Wieder mit ESD, also diesem selbstentladenden. Die waren deklariert als gebraucht. Kaum gebraucht oder gebraucht. Guck mal hier. Also hier an den. Das hier, das war jetzt ich. Als ich die rausgeholt, ich habe die jetzt eben mal kurz draußen getragen. Anti-Rutschprofil, Made in Germany. Die haben übrigens, na, komme ich gleich drauf. Also das hier war ich. Ich bin eben mal kurz damit rumgelaufen draußen und rumgejumpt. Die waren also nicht gebraucht, die waren nagelneu. Die haben hier hinten drin, das kann man kaum sehen, oder da ist ein Gel drin. Und das ist für mich als jemand mit kaputten Füßen, weil ich habe künstliche Bänder und künstliche Fersen. Man mag es kaum glauben. Ist wirklich so. 1972 operiert. Künstliche Bänder, künstliche Fersen. Ist von außen nicht zu sehen. Ich habe halt nur die Beine ziemlich vernarbt. Vielleicht seht ihr das ja mal in irgendwelchen Videos. Dieses Paar Schuhe für 20 Euro ersteigert. Das sollte kosten 5,90 Euro Versand plus 15 Euro irgendwas, Sofortkauf oder Preis vorschlagen. Und ich habe dann 14,10 € als Preisvorschlag angegeben und bekam vor Ablauf der Frist den Zuschlag. Also war ich genau bei 20 Euro, was ich ziemlich cool finde, weil ich mag diese geraden Zahlen. Und zum anderen mag ich es unheimlich zu handeln. Deshalb gehe ich auch gerne auf den Flohmarkt. Und ich bin echt ein böser Händler. Also ich handle wie die Sau. Also ich sage, ich zeige euch bei dem nächsten Video über eine Bügelsäge. Da wollte jemand 3 Euro für haben. Da habe ich 1 Euro für bezahlt. Und die gleiche Bügelsäge habe ich 2 Tage später in einem Baumarkt gesehen. 20 Euro. Aber ist egal. Gut. Sei es drum. Der Sinn dieses Videos ist, geht handeln, feilschen,
spart euer Geld für bessere Sachen oder für Sachen, die euch auch wichtig sind. Und ja, eigentlich könnte das jetzt fast schon ein Cutlery-Lover-Video gewesen sein, weil der macht ja auch jeden Scheiß. Und wenn jetzt wieder einer sagt, kannst du nicht mal, du fehlt noch, dass du eine Unterhose reviewst, dann mache ich das. Nach 2 Jahren Tragens halte ich dir da mal in die Kamera. Also, ey, 20 Euro für ein paar Arbeitsschuhe von Atlas. Gebt doch mal einfach Atlas Arbeitsschuhe ein, was die kosten. 150 Euro kriegst du die wohl selten. Und die waren neu. Sogar noch original verpackt. Mal hier. Nix, da ist nix dran. Gar nix. Und da riecht auch nichts draus. Also Moment nochmal, ich rief nochmal. Nö, die riechen nach Fabrik neu. So, das war's schon. Danke fürs Zuschauen und spart euer Geld. Tschüss, Matti und Schwento.